time to reset and transit to what God calls us to do. Eine Zeit des Zurücksetzen und in das hinüberzugehen, wo Gott zu uns berufen hat. Er möchte, dass wir mit ihr zusammenarbeiten, dass wir die Mauern wieder herstellen, die der Feind überwunden hatte. Und so wie David den Schlüssel halten, um Türen aufzuschließen und wieder zuzuschließen. Und er brüllt wie ein Löwe über seinen Leuten. Jesus ist nicht nur ein Lamm, er ist auch ein Löwe, der brüllt. Und wenn er brüllt, dann werden seine Feinde verscheucht. Und der Herr sagt, kommt hoch zu mir und ich will euch große und wunderbare Dinge zeigen. Der Herr sagt, steht auf. Und David in den Nationen, der Liebhaber, der dem Herzen Gottes hinterherläuft, der Krieger, der in den Kampf geht und der König wird in Christus, der weiß, wie man die Nationen für unseren Herrn besitzt. Und wenn du zusammen mit dem Geist Gottes dich zurücksetzen lässt und die Transition, diese Überführung nimmst, dann bleibst du zurück. Aber ist der Zeit des Besetzens kommen. Der König ist im Feld. Und der Herr ruft uns, dass wir zusammenarbeiten mit ihm im Feld. Und Herr, ich bete, dass die Davids in den Nationen aufstehen und zusammen regieren mit dir. Dass sie brüllen und brüllen und brüllen mit dir, dass ihr Brüllen gehört wird in den himmlischen Bereichen, weil du bist unser Gott. Jetzt ist die Zeit, das Land einzunehmen für unseren Gott. Amen.